Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch zwischen Omaha und Lincoln und schauen mal, wohin die Reise heute geht. Ob wir jetzt die Abladestelle auch bekommen oder nicht. Daran liegt es ja gerade. Solange fahren wir wie gehabt weiter. Okay, Valentine wird nicht gehen, das wissen wir ja. Ja, genau die Richtung habe ich gescrollt. Gut, wir können ja eigentlich von der Flavor Fair zu Flavor Fair von Omaha nach Lincoln fahren. 290 Meilen ist ja auch irrelevant. Also, ist ja auch irrelevant, ob jetzt das... Wie gesagt, hier bei Dings wird es wahrscheinlich nicht gehen. Alter, diese dämliche Maus, ne? Genau, dann würde ich sagen, fahren wir nochmal Mais von Flavor Fair in Omaha nach Flavor Fair in Nebraska für schlappe 4.000 Dollar. 90 Meilen wird eine kurze Fahrt werden, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Draußen, weiß ich nicht, hört man wahrscheinlich nicht, aber das Gewitter ist am Wegklingen. Time to get the job done. Okay, 42 Meilen haben wir jetzt noch. Einfach mal 90. Und hier komme ich nicht raus. Es war aber schon ein ordentlicher Wolkenbruch. Also war eigentlich eher gewittriger Regen als Gewitter. Und da ist ordentlich was runtergekommen. Sehr das zeitweise die halbe Auffahrt, ne? Pfütze war. Es ist eine Bullenhitze wieder hier drin. Also gestern ist es hier drin hochgegangen, gut mit Sonneneinstrahlung, aber auch ohne Sonne so auf. Gut 31 Grad hier im Zimmer. Wahrscheinlich wegen der Sonne waren es kurzzeitig nochmal 34 Grad. Als dann die Sonne das Thermometer angeschienen hat. Jetzt sind es auch wieder 29. Zumindest waren es 23, als ich das letzte Mal geschaut habe. Also wenn es bestimmt noch 29 bis 30 sein. Und gerade ist es noch bewölkt, aber die Sonne soll gleich nochmal wieder rauskommen. Für wahrscheinlich sehr lange, also für roundabout mindestens 4,5 Stunden. Aber draußen sind sowieso noch 29 Grad. Wahrscheinlich noch weiterhin sehr schwül sein, vor allem. Also noch schwüler als vorher, weil sie es noch kreiert hat. Stay right. Also angeblich bin ich hier immer noch mitten drin, right. Bitte, aber. Hier ist nichts. Exit right. Wollen wir uns mal nicht allzu sehr beschweren, ne? Haben wir ein bisschen Regen abbekommen. Also eigentlich wäre es eigentlich so gar nicht so gewesen, dass es hätte regnen sollen. Also eigentlich wären es nur Wolken gewesen und für einen längeren Zeitraum sah es nur aus, als ob es wo war das? Also Richtung Osnabrück, Minden und so weiter, dass er da nur gewittert. Und dann hat sich nördlich entwickelt und da hat sich dann wieder ausgeweitet. Und dann hat sich das ganze Wolken Der ganze Wolkenband hat sich dann
zum Gewitter oder gewittrigen Regen entwickelt. Wir kämpfen ja schon bei Omaha. Okay, ich dachte, ich kriege die Kurve noch. Aber scheinbar nicht. Direkt dran vorbeifahren. Das wäre sogar eigentlich der beste Spot hier, weil zum Beladen da lang zu fahren. Okay, das war jetzt nicht der Weg. Okay, dann fahren wir jetzt Offroad, weil ich jetzt nicht mehr die Kurve bekommen habe. Haben uns wieder nur einzeln beladen, genau. Was mit der Feststellbremse? Sehr schön. Ready to roll. Einfach sein, einfach nur auf Interstate 80 und dann sind wir schon da. Den wollen wir mal. Den kurzen Weg zurücklegen. Auf die Waage rauf. So, wir einmal drüber. Okay, let's find a new route. Auch recht cool, dass man den einfach so hinstellen kann. Oder dass er wirklich was ist. Ja.
Ja, okay. Schnell hupen, Airhorn geht scheinbar nicht. Okay. Okay, super. Hupe funktioniert auch überhaupt nicht. Dann lassen wir es einfach mal. Das ist ja super. Also ich jetzt, wenn das Gewitter vorbeigezogen ist, Meldung bekomme für vom starken Gewitter. Ja, sorry. Also den schäftigen Starkregen haben wir schon. Also. Stay left and then turn left. Wild, dass der Kram jetzt erst kommt. Turn left. Von allen beiden Apps. Aber gut, die Position ist auch echt weird. Angeblich bin ich 100 Kilometer weiter im Norden. Zur letzten bekannten Position, also. Spannend. Und da ballert die Sonne auch schon wieder raus. Super. Ich hoffe mal, dass im letzten Video von ETS2, dass da jetzt, also zumindest für das persönliche Ziel, dass da jetzt nicht nochmal ordentlich was, ein Klebeln auf mich zukommt. Stay left. Wird spaßig. Exit right. Stay left. Hoffen wir mal echt, dass das jetzt gleich klappt. Und dass wir zufällig die richtige Ladestelle bekommen. Stay left. Tanken muss ich auch bald wieder. Haben wir schon wieder eine komplette Tankfüllung leer gefahren, seitdem wir den Trailer haben. Nice, aus mit den Wolken da wieder.
stay right, then exit right. Na klar. Exit right. Stay left, and then turn left. Turn left. Ich weiß. Vielleicht hätte ich es gerade erst angesprungen gehabt. Stay right, and then exit right. Exit right. Caution. Please mind the speed limit. Das muss ein bisschen ausrollen. Caution. Please mind the speed limit. Turn left. Wenn ich mich recht erinnere, die Möglichkeit hätten wir hier. Der Zufall muss uns nur noch gnädig sein. Finally, we are here. Und er ist uns nicht gnädig. Also ich weiß es nicht, aber ich rechne einfach damit, gehe einfach davon aus, weil wir da vorne links halt nicht nur beladen werden könnten, sondern auch entladen werden können, dass wir, also ne, wegen des Lochs im Boden, dass es dort prinzipiell geben könnte. Aber der Zufall das einfach noch nicht will. Ausgezeichnet Mais von Omaha nach Lincoln geliefert. Gefahrenstärke 137 Meilen, Dauer 19 Minuten. Verbraucherkraftstoff 20,4 Gallonen. Das war der 187. erledigte ATS-Wirtschaftsauftrag. Es gab dafür, ja, glaube 4.416 Dollar und 252 Erfahrungspunkte. Ich bin ja am Überlegen, ob ich einfach beim nächsten Mal den automatischen Stellplatz einfach deaktiviere, sodass ich dann eventuell einfacher auswählen kann. Gut, dafür müsst ihr wahrscheinlich halt auch wissen, also wird wahrscheinlich nicht dabei stehen. Müsste ich halt wissen, wo der Abladespot ist und so weiter und so fort. Kann man sich aber vorher nochmal angucken. Der Flycam. Ich glaube, ich mache das auch, damit wir jetzt hier nicht ewig es versuchen, entladen zu werden. Aber in dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Video wieder, entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder vom Trade Connections Switzerland Event in Outdoor Simulator 2. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.